Und hier bin ich immer noch, euer von Lyra Gameplays als Hobby bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Wir sind, wie gesagt, immer noch unterwegs, Punkte zu sammeln beim Rangmatch. Wir wollen mal endlich mal wieder aufsteigen, statt absteigen. Jetzt haben wir einen Sieg geholt beim letzten Kampf mit Wrestler Pikachu. Hoffen wir, dass der nächste Kampf genauso gut läuft. Wir suchen mal den nächsten Gegner. Wen haben wir? Es ist Dai aus dem Vereinigten, also aus England. Mit Silvaro, mit 13 Siegen. Siegesgarant. Na, schauen wir mal. Wir haben schon mal hin und wieder gegen Leute verloren, die so wenig Siege hatten. Im Gegensatz zu mir. Also da darf man sich auch nicht täuschen lassen. Das sage ich, glaube ich, auch immer wieder bei jedem Video bei sowas. Schauen wir mal, was er drauf hat. Bitte warten. Mist. Diesmal hat es wohl geklappt bei ihm. Ich rechne als damit, dass er mich dann plötzlich verarschen will, aber er macht irgendwie doch irgendwie nur die gleiche Attacke. Hoffen wir, dass es dabei bleibt, weil dann weiß ich ja, wie ich zu reagieren habe. Also Dai. Wehe, du machst jetzt andere Attacken. Und blocken tut er wohl auch nicht, sodass man den mal greifen könnte. Also müssen wir hauptsächlich kontern, wie es aussieht. Versuch was ja nochmal wert, ihn zu greifen. Okay. Okay, 1-1. Es schreibt zwar keiner vor, wie man zu kämpfen hat, aber wenn man dann natürlich nur angreift, ist natürlich auch langweilig. Aber manchmal auch so irgendwie effektiv. Nein! Scheiße, er hat mich doch noch erwischt. So, Mist. Siehst du, und schon hat er gewonnen, der Dai. Glaube ich. Doch, eigentlich schon. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Dai. 14 Siege für dich. Ja, es gibt zwar keine Kampfvorschriften, es ist zwar langweilig, wenn einer die ganze Zeit wirklich nur angreift und keinen wirklichen Wechsel benutzt, damit man mal ein bisschen mehr sehen kann. Aber manchmal ist es doch sehr wirkungsvoll, weil man einfach nicht zu dem kommt, wie man, was man eigentlich sonst so macht. Da würde ich mir jetzt echt wünschen, dass da nochmal eine Revanche kommt beim nächsten Kampf. Wer weiß. Ein Kampf bleibt uns ja noch mit Wrestler Pikachu, habe ich wieder meine 4 zusammen. Okay. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr könnt es mir mit einem Daumen nach oben zeigen oder mit einem Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann sehen wir uns beim nächsten Kampf.
Ja, das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit Wrestler Pikachu und von Löhr Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.